Hallo und grüezi. Die junge Generation, von der absoluten Dringlichkeit ihres Jahrhundert-Klimaanliegens überzeugt, hat es verdient, bewundert zu werden. Dies allerdings nicht, weil die zugrunde liegenden Fakten ihre Kümmernisse als legitim untermauern. Nein, dies wohl eher nicht. Die Fakten sprechen, wie wir noch sehen werden, größtenteils gegen die kühnen, pseudowissenschaftlichen Behauptungen entsprungen aus dem nebulösen grünen Bauchgefühl. Meine Bewunderung gilt dem koordinierten Timing und der grippevirusmäßigen Verbreitung des apokalyptischen Klimahypes. Greta Thunberg als moderne Johanna von Orléans hat es geschafft, die Massen auf der immergrünen Frühlingswiese der Selbstgerechten aufzuwecken und weltweit in Aktion zu versetzen. Endlich kann man lauthals und ungezogen die Schule schwänzen und wird dabei auch noch von Merkel, Sommaruga und Co., unseren hohen Priesterinnen der neuen Weltmoral, gelobt. Ja, ich weiß, Dr. Angela Merkel sah zuerst wieder eine russische Intrige hinter den koordinierten Jugendprotesten, hat sich aber zwischenzeitlich in bester Opportunistenmanier auch zum Greta-Fan gemausert. Und diese hybride Kriegsführung im Internet ist sehr schwer zu erkennen, weil sie plötzlich Bewegungen haben, von denen sie gedacht haben, dass sie nie auftreten, die immer ansetzen an einem Manko. Die einen protestieren, in Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. Das ist ein wichtiges Anliegen. Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder nach Jahren ohne jede sozusagen äußeren Einfluss auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich auch nicht vorstellen. Also Kampagne. Die linksliberalen, gut situierten Eltern der pubertierenden Klimarebellen finden dabei Erlösung von ihrem latenten Schuldkomplex, der auch mit akribischer Mülltrennung nicht abgearbeitet werden kann. Endlich machen die urbanen 4x4 SUVs Sinn, denn die Sprösslinge können damit sicher zur freitäglichen Schulschwänzer-Klimademo gefahren werden. Achtung, Satire an! Bekanntlich tragen authentische grüne Zeitgenossen wie zum Beispiel Joschka Fischer oder unser ewiger Frisuren-Trendsetter Toni Hofreiter oftmals selbstgestricktes und wirken, ihrem selbstgewählten Klischee entsprechend, immer irgendwie leicht hausbacken. Achtung, Satire aus! Nicht so die neue, urbane, grün-liberale, mit Sexappeal ausgestattete Elite. Als zum Beispiel Katharina Schulz, sympathisch-fröhliches Aushängeschild und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, im Jänner mal eben über den Teich hüpfte, respektive flog, um sich in Kalifornien einen authentischen amerikanischen Eisbecher reinzuziehen, löste dies einen wochenlangen, veritablen Storm in den Medien aus, weil sie es wagte, ihr Gelato mit einem Plastiklöffel zu verspeisen. Auch der neue Stern am Aktivistenfirmament, die junggrüne Luisa Neubauer, frönt der schönen neuen globalen Lebensweise und lebt bereits in jungen Jahren ihre Reiselust vollumfänglich aus. Luisa Neubauer ist eine intelligente junge Frau, begabte Rednerin und für ihr Alter bereits mehr in der Welt herumgekommen als ein Vielflieger mit Platinkarte. Uns ist alleine schuld an der Klimakrise. Im Gegenteil, die Verantwortung oder die Schuld daran ist auf sehr wenige Schultern verteilt. Musik
In Anbetracht der Imagepflege hat Luisa ihre auf Instagram dokumentierte Reisetätigkeit mittlerweile entfernt. Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg schloss sich bekanntlich letzten Freitag in Hamburg Tausenden von deutschen Demonstranten an, die schnellere Maßnahmen gegen den Klimawandel forderten. Trotz von der Schulbehörde angedrohte disziplinarischen Maßnahmen marschierten die Demonstranten, überwiegend Studenten und Schüler, unter dem Motto Hashtag Fridays for Future und schwänzten dabei wieder einmal den Freitagsunterricht. Sachlich kompetent, sagte Greta vor versammelter Menge junger Demonstranten Folgendes. Ja, wir sind wütend. Wir sind wütend, weil die älteren Generationen weiterhin unsere Zukunft stehlen. Jetzt schon. Neben Thunberg stand Luisa Neubauer auf der Bühne, eine der Hauptorganisatorinnen des von Hashtag Fridays for Future inspirierten Schulstreiks, der sich nun auch in Deutschland ausgeweitet hat. Dabei fällt auf, dass Luisa es gekonnt versteht, Greta mit sanfter Handführung in den Mittelpunkt zu schieben. We are striking because we have done our homework and they have not. And yes, we are angry. We are angry because the older generations are continuing to stealing our future right now. And they are continuing to doing this and we will not let them do that anymore. We will continue to school strike until they do something. Dass Menschen darüber reden, dass wir gegen die Klimakrise was tun müssen, reicht nicht. Weil effektiv, wir streiken seit 3 Monaten und die Bilanz in Deutschland ist eine Katastrophe. Die deutsche Politik möchte 2038 aus der Kohle aussteigen, sie möchte ein Klimagesetz verzögern und sie möchte eigentlich unterm Strich nicht so richtig was tun, dass hier sich was verändert. In erster Linie heißt das Klimaziele verfehlen. Viele Schweizer und Schweizerinnen hatten bereits aufgeatmet, als am 1. Januar 2019 unsere hauseigene Merkel'sche Ziehtochter und Bundesrätin Simonetta Sommaruga vom Justiz- zum Umweltdepartement wechselte. Das im Umweltdepartement anzurichtende Schadenpotenzial schien eher begrenzt. Jedoch weit gefehlt. Im Interview mit der NZZ am Sonntag macht Sommaruga deutlich, dass sie einen nationalen Schulterschluss gegen den Klimawandel fordert. Offroader, Fliegen und auch der Schweizer Finanzplatz soll dabei endlich klimakonform gemanagt werden. Nach der Vorgabe von Merkels 2011er Energiewende und der 2015er Demografiewende wollen unsere beliebtesten Politikerinnen Dr. Merkel und Frau Sommaruga unisono die weltweite Klimawende herbeiführen. Sprich, kurzerhand, alles umkrempeln. Nach den Auftritten Gretas in Katowice, in Davos, in Brüssel, in Hamburg und quer durch Europa wird es demnächst wohl Bilder mit Merkel und Greta aus dem Kanzleramt geben. Dabei bleibt die neue CDU-Vorsitzende AKK, immerhin ehemalige Kultusministerin im Saarland, verdächtig ruhig.
AKK möchte wohl die jungen Grünen als zukünftige CDU-Koalitionspartner wegen ein paar verpassten Schulstunden nicht vor den Kopf stoßen. Wir können unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun. Ich glaube, dass das eine sehr gute Initiative ist. Ich weiß, dass die Schülerinnen und Schüler sich manches schneller wünschen, zum Beispiel den Ausstieg aus der Kohle. Da muss ich allerdings als Regierungschefin auch darauf hinweisen, dass wir natürlich vieles bedenken müssen. Auch Sommerrugard sollte den Jugendlichen, die in der Schweiz für den Klimaschutz auf die Straße gehen, ihren Respekt. Ich habe volles Verständnis für die Anliegen und die Ungeduld dieser Jugendlichen. Es geht um ihre Zukunft. Fachlich kompetent, sachlich und in der Tiefe recherchiert hat sich auch Roger Köppel Gedanken zur Klimahysterie gemacht, welche erfrischend aus dem medialen Einheitsbrei herausragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht. Müssen wir das Klima retten? Die große Titelgeschichte in der aktuellen Weltwoche. Ich habe sie selber geschrieben, natürlich nicht aus der Sicht des Klimatologen oder des Naturwissenschaftlers, sondern aus der Sicht eines skeptischen Betrachters, der von seiner hoffentlich Vernunft Gebrauch macht, um sich mal ein Gesamtbild zu dieser ganzen ja, für mich fast schon hysterisch anmutende Debatte bildet. Was ist entscheidend? Vielleicht vorweggenommen, erstens, jawohl, ich akzeptiere und räume absolut ein, dass sich die Durchschnittstemperatur auf dem Planeten seit dem Ende der kleinen Eiszeit vor 200 Jahren um etwa 1 Grad erhöht hat. Richtig, es stimmt auch, dass sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre vergrößert hat, markant vergrößert hat, das ist richtig. Und ich gestehe auch ein, dass der Mensch mit dem Verbrennen von fossilen Energieträgern ganz maßgeblich zu diesem Anstieg im CO2-Bereich, im CO2-Anteil in der Atmosphäre dazu beigetragen hat. Und ich lasse mich sogar auf die Äste hinaus, wobei ich hier schon etwas ein Fragezeichen setzen muss. Aber ich würde mal zugestehen, dass es möglicherweise der Fall ist, dass ungefähr die Hälfte des Temperaturanstiegs der letzten 50 Jahre, das sind etwa 0,2 Grad, auf das Konto der Menschen gehen könnte. Allerdings hier wirklich unterstrichen, dass der Konjunktiv. Das sind sozusagen die unbestrittenen wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen ich meinen Artikel aufbaue. Und vor diesem Hintergrund muss ich einfach sagen, ich bin entsetzt, was die Politik aus diesen eben unbestrittenen Fakten gemacht hat. Wir sind im Begriff, eine gewaltige eine Energiewende vom Zaun zu brechen mit unabsehbaren, gewaltigen Kosten. Die Zahlen dazu finden Sie auch in der Weltwoche. Wir sind im Begriff, unser ganzes Wirtschaftssystem umzubauen, wenn wir uns denn an die ehrgeizigen Ziele dieser Klimaabkommen und Klimakonferenzen halten oder eben jetzt auch der schweizerischen Politik, die das Ganze noch übertreffen wird. Das heißt, wir werden eigentlich unseren ganzen Lebensstil hier massiv verändern auf der Grundlage von Theorien, die, wenn man die Medien anschaut, als absolut wasserdicht und bombensicher gelten, die aber, das muss ich eben hier ganz deutlich unterstreichen, wenn man sich etwas mit der Diskussion auseinandersetzt, eben gar nicht so unbestritten sind, wie es immer heißt. Und im Kern der Auseinandersetzung steht natürlich die Frage, inwieweit das CO2 ausschlaggebend ist für diese Klimaerwärmung, die wir in den letzten 200 Jahren gesehen haben, und natürlich dort dann die Frage, inwiefern der menschengemachte Anteil dieses CO2-Ausstoßes dafür eben auch zur Verantwortung gezogen werden kann. Und da stelle ich einfach fest, in aller Bescheidenheit, dass es namhafte Stimmen aus der Forschung gibt, die hier eben ganz andere Akzente setzen, die es ganz anders sehen, als zum Beispiel der berühmte Schweizer Klimatologe Thomas Stocker von der Universität Bern. Zum Beispiel, ich erwähne das im Artikel, einen Richard Lindzen, das ist der ehemalige Lehrstuhlinhaber für Meteorologie am MIT, Massachusetts Institute of Technology, das ist die ETH der Amerikaner, ein hoch angesehenes Institut, und er hat in einem Vortrag, den ich mir gerade angeschaut habe im letzten Jahr, sehr plastisch und anschaulich dargelegt, wie das Weltklimasystem funktioniert, und er kommt zu einer Reihe von sehr interessanten Schlüssen. Erstens, er bezeichnet die
Erderwärmung, also die steigende Durchschnittstemperatur, für geringfügig seit dem Ende der kleinen Eiszeit. Und vor allem legt er dar, dass eben das CO2 zwar eine Treibhaussubstanz ist, aber eben nicht die ausschlaggebende. Wasserdampf und Wolken seien viel entscheidender. Und drittens, das ist auch interessant, kann er darlegen, dass eben das Klima sich verändert, auch wenn sich die wenn es keine äußeren speziellen neuen Einflüsse gibt, also dass sozusagen der interne Energiehaushalt des Klimasystems, das vor allem durch die Ozeane und die Atmosphäre bestimmt wird, abgesehen vom Sonnenlicht, dass allein die internen Prozesse in diesem System massive Veränderungen herbeiführen können. Und er spricht dann davon, dass es wissenschaftlich unhaltbar sei, dass CO2 zur kontrollierenden Variable des Weltklimas zu erklären und noch abstruser sei es, den menschengemachten Anteil daran zur kontrollierenden, also zur entscheidenden Variable zu erklären. Das sind die Fakten, die ich da zusammentrage und die bei mir einfach im Gesamteffekt oder im Gesamtbild dann den Eindruck erzeugen, dass wir hier tatsächlich voll dabei sind einer, wie soll ich sagen, Hysterie, einer modischen Strömung zu erliegen, die das Ganze auch noch etwas religiös überhöht mit solchen kuriosen Kinderheiligen wie dieser Bußpredigerin Greta Thunberg aus Schweden. Sie erinnern sich am WEF in ihrem Zelt wie eine wirklich mittelalterliche Apokalyptikerin, die den Menschen den Untergang voraussagt, aber gleichzeitig natürlich auch den rettenden Schlüssel in der Hand hält und so weiter und so weiter. Also in dieser religiös aufgeladenen Stimmung, in der jetzt auch die FDP umzukippen scheint und hier ins magische Denken wegdriftet, setzen wir den Akzent etwas auf die Vernunft, auf die Skepsis und auf die guten alten Tugenden der wissenschaftlichen Aufklärung. Roger Köppels kundige Worte möchte ich so stehen lassen. Somit schließt sich der Kreis zwischen Klimaheiligen, Klimaopportunisten und Klimarealität. Ihr könnt Tell the Truth Swiss mittels PayPal unterstützen. Der Link ist im Videobeschreib und auf der Kanalseite angegeben. Die nummerierte Tell the Truth Swiss Uhr kann mittels Kanal-E-Mail bestellt werden und wird im April ausgeliefert. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bitte dieses Video teilen, bewerten und Tell the Truth Swiss abonnieren. Bitte drückt auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos veröffentliche. All dies hilft, damit der Tell the Truth Swiss Kanal weiter bestehen kann. Vielen Dank und bleibt gesund!